Folge des Laufenden Decken Podcasts. Bevor wir in unsere hervorragende Sendung starten, darf ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr uns bitte auf allen Kanälen, die ihr so findet, nämlich Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, folgt, uns bestenfalls 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und Spotify hinterlasst und natürlich weiterempfehlt an Freunde, was natürlich das Allerwichtigste ist, nämlich, weil wir sind nur glücklich, wenn wir viele Menschen glücklich machen können. Und wenn euch es glücklich macht, dann könnt ihr uns auch noch die ein oder andere Münze zukommen lassen. Über den ganz normalen Brieftauben- oder Bankweg, beziehungsweise über Steady oder Patreon. Das alles findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite oder ihr fragt uns einfach. Gut, und bevor wir der Folge ihr Hauptthema gönnen, darf ich euch eine aktuelle Stunde präsentieren. Wie ihr merkt, momentan ganz allein. Hilft euch aber gar nichts. Dieses Wochenende war nämlich so richtig viel los. Nämlich, wir haben den Hard Rock, der ist gelaufen worden. Dieses Mal wieder clockwise, weil der Hard Rock wird ja, also der Hard Rock 100 Meiler wird jedes Jahr abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn gelaufen. Jetzt war wieder im Uhrzeigersinn dran und das Feld war erstens super besetzt und zweitens haben sich auch gleich drei Mann abgesetzt und haben ein super spannendes Rennen geliefert. Also es war ganz lang ein Dreiergespann vorneweg, nämlich Dakota Jones, der Franz Eus Dahn und der Kilian Jornet. Bis Meile 70 haben sie der François Dain und der Kilian Jornet erst abgesetzt. Bis dorthin war der Dakota Jones dran. Da hat er abreißen lassen müssen. Und bis zum letzten VP, also jenseits der 90 Meilen, sind Jornet und Dain wirklich gleich auf gewesen. Erst da hat dann offenbar der Kilian seinen Not-Normal-Booster gezündet und hat sich gedacht, alles klar, Kinder, jetzt da greift man mal wirklich an und hat nochmal 15 Minuten gut gemacht und hat einen Zieleinlauf in fabulöse 21 Stunden 36 hingekriegt. François Dain 21:51, also beide richtig, richtig schnell. Dakota Jones war ungefährdet nach hinten hin und ist auf Rang 3 gelaufen. Platz 4 hört. Dani Jung, ein Südtiroler, ganz, ganz weit vorn. Hat aber nachher gesagt, na, er kommt nicht mehr und es war wirklich ein hartes Rennen. Und die 50-Plus-Wertung ist ganz unangefochten mit Gesamtrang 5 an den Jeff Browning gegangen. Riesiger Vorsprung für die Curtin Dowalter. Die ist mit einer super Zeit auf Rang 6 gebrettert und hat sie somit mit großem Abstand die Frauenwertung gesichert. Rang 2 bei den Frauen Stephanie Case oder Stéphanie Case aus Frankreich, ich habe keine Ahnung, ist allerdings schon 8 Stunden hinter Courtney Dowalter und auf Rang 3 Hannah Green. Interessant dabei ist natürlich noch, dass man jetzt da sagen könnte, naja, der Kilian hat jetzt da den Topläufer von Salomon mit seiner neuen Marke so richtig verblasen. Interessant wird es, ob sie das irgendwann einmal auch promoten, dass das so war. Gleichzeitig mit dem Hard Rock ist auch der Eiger Ultra Trail über die Bühne gegangen. Und es war eine Jubiläumsedition. Und zu diesem Jubiläum haben sie die Veranstalter was Cooles überlegt und haben gesagt, okay, zur Jubiläumsedition vom Eiger Ultra wird der 250 Kilometer Teamlauf präsentiert. Das sind 250 Kilometer, 25.000 Höhenmeter und du musst zu zweit oder zu dritt laufen. Wenn du zu dritt loslaufst, hast quasi einen blinden Jolly, dass einer ausfallen darf und du darfst weiterlaufen. Wenn du zu zweit loslaufst, dann halt nicht. Und obwohl es natürlich wieder auf den kürzeren Distanzen, also kürzer und da hochkomme, auf die 101 Kilometer oder kürzeren Superleistungen gegeben hat, Ergebnislink natürlich in den Shownotes. Wollen wir auf die 250 mal kurz eingehen, aus
ja, ich bin jetzt kein Patriot, aber aus Gründen, dass ich die Namen der Menschen, die da vorne waren, auch raussprechen kann. Das finde ich super. Und vor allem, sie waren bei uns auch schon im Podcast. Also zumindest drei. Also die Strecke an sich super, super schön. Fordernde Strecke ging ebenfalls von Grindelwald weg, gegen den Uhrzeigersinn. Und ganz am Anfang haben sich schon drei Teams abgesetzt. Diese drei Teams sollten dann auch am Schluss die ersten drei Plätze einnehmen, obwohl es irgendwie da am Anfang noch ein bisschen Führungswechsel gegeben hat, aber das hat sich relativ schnell dann aufgelöst. Und mit dabei war das Team Boa Salomon, ich glaube Better Together haben es geheißen, noch die beiden, Flo Grasl und Tom Wagner, jeder für sich wahnsinnig guter Ultra-Trail-Läufer, zusammen haben sie es wirklich nochmal richtig krachen lassen. Direkt dahinter No Pressure rund um die Esther Fellhofer mit ihren zwei Mitläufern, Begleitläufern, Ultra-Begleitern, ach, die anderen zwei in dem Team. Live-Tracking war echt cool, muss man der Stelle sagen. Und das Tempo war wirklich flott am Anfang, dass man sich echt gedacht hat, hui, 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 ob die denn das durchhalten und ob denn das gut gehen kann. Ja, sie haben und ja, es ist. Und in den nächsten zwei, drei Tagen haben nämlich die Teams bewiesen, es geht und noch knapp mehr als 50 Stunden und 25.000 Höhenmeter und 250 Kilometer sind der Flo und der Tom wie zwei junge Gazellen ins Reh gesprungen, wie zwei junge Gazellen ins Ziel gehüpft, so rum. Die Dreiermannschaft mit der Esther ist nach 55 Stunden, also knapp 5 Stunden danach, eingetrudelt, haben sie mit viel Abstand die Mixwertung gekrallt und die drei, oder nein, das dritte Team, so, damit ist ausgegangen, das dritte Team, das ganz vorne mitgemischt hat, nämlich Seeberger Mammut, ich glaube, das sind die mit dem Seitenbacher Müsli, ich bin mir aber nicht ganz sicher, die haben sie, glaube ich, noch ein Müsli mehr gegönnt und sind dann als dritte ins Ziel gekommen. An der Stelle muss man allerdings sagen, Hut ab vor allen, die es überhaupt auf diese Strecke gewagt haben. Also bei solchen Abenteuern, glaube ich, sollte man zwar die Finisher und die Ersten huldigen und hochleben lassen, aber ich glaube, jeden, der darauf hintrainiert und startet, hat schon tiefen Respekt verdient, weil bei sowas kann man, glaube ich, immer ausfallen aus irgendwelchen Gründen. In dem Fall war es auch noch richtig brutal heiß. Und damit das noch nicht das Einzige war, was am Wochenende war, haben wir auch noch den Zugspitz-Ultra gleichzeitig. Also es war auch im deutschsprachigen Raum richtig was los. Das heißt, da sind noch einmal zwei, drei Kapazunder und Trail-Raketen unterwegs gewesen. Das war nämlich insofern lustig, weil es war noch die Ultra-Trail-Deutsche Meisterschaft auf dem Super Trail XL, jawohl. Und das heißt, dort waren echt geschwinde Menschen unterwegs. Zum Beispiel beim Super Trail XL gewonnen hat, und jetzt wird es wieder richtig gut, der Remigio Huaman Quespe aus Peru, Stadt für Adidas, hat aber nicht bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht. Die hat gewonnen, also Gesamtzweiter und Deutsche Meisterschaft gewonnen, der Markus Mingo vor Matthias Reichert. Interessant an der Stelle ist, dass die ersten zwei in dem Rennen nur 3 Minuten auseinander waren. Und der Super Trail ist jetzt da, ich muss jetzt da schauen, damit ich keinen Blödsinn ansage, aber ich glaube, er ist 83 Kilometer lang. Und 3 Minuten auf 83 Kilometer ist jetzt da echt nicht viel. Bei den Damen war der Abstand schon ein bisschen größer, nämlich fast eine halbe Stunde, hat die Anna Hahner in ihrer ersten vollen Trail-Saison, wenn man so will, da hingelegt und hat sie eben gleich die Deutsche Meisterschaft gekrallt vor dem, also der Zieleinlauf vor der McLean, die hat aber nicht bei der Meisterschaft mitgemacht, unter Anna Jansen.
Und sie hat auch unter 10 Stunden gebraucht für das Ganze. Dann hat es natürlich noch gegeben den Ultra Trail, den Super Trail, den Base Trail XL und den Base Trail. Und jetzt da könnte man ja meinen, okay, Ultra Trail, okay, große Abstände. Also da muss ich sagen, bei den Männern zum Beispiel, die ersten drei sind 6 Minuten 30 voneinander entfernt. Also alle drei. Dort gewonnen der Thomas Ungetüm vom Volker Sauerzapfen vom Thorsten Reichert. Bei den Damen hat gewonnen die Lada Stalzerova vor der Annie Johann und der Katrin Fock. Aber es ist halt so, dass bei solchen Wettkämpfen auch die kürzeren Distanzen nicht leichter sind. Ich meine, zum Laufen vielleicht, aber wenn du vorne mitspielen willst, dann musst du vielleicht doch ein bisschen flotter sein. Ich greife da jetzt da einfach mal die kürzeste Distanz raus. Es ist der Base Trail, ich glaube, der hat 24 Kilometer oder so. Gewonnen hat der Thomas Roach vorm Manuel Innerhofer und Hans-Peter Innerhofer. Und die drei waren auseinander 34 Sekunden. Und alle drei haben diese 24 Kilometer in einer Stunde 24 erledigt. Nur, dass es halt keine flachen Kilometer waren, sondern mit 600 Höhenmeter war das, glaube ich. Bei den Damen schaut es nicht viel anders aus. Charlotte Moormann vor Bianca Darboton und Lena Laugner, alle drei 1,47. Halbe Minuten Abstand zwischen den drei. Also da wird, da sieht man, wie hoch das die Leistungsdichte ist, wie sehr das da bis zum Schluss noch gekämpft wird in alle Bereiche. Ich glaube, der einzige Lauf, wo wirklich relativ bei Damen und Herren relativ viel Abstand war, war beim der Base Trail XL. Da hat der Robbie Simpson eine halbe Stunde Vorsprung gehabt von Marcel Höche, dem kennt man, glaube ich, als Macy Pacey. Und bei den Damen, die Toni McCann vor der Kim Schreiber eine halbe Stunde. Dahinter wird es nämlich dann wieder enger. Also es ist ganz, ganz interessant, wie sie die Top-Läufer auf die Strecken, auf die unterschiedlichen aufteilen und wie hoch das Tempo dort überall ist. Und dazwischen, damit wir das auch noch unterbringen, beim Super Trail, das ist da zwischen Base Trail XL und Super Trail XL, hat bei den Herren gewonnen der Peter Engdahl, den man auch kennt, also international wirklich gut unterwegs, vor allem Florian Reichert und Alexander Gepp. Und bei den Damen, die Lisa Mehl hat gewonnen vor der Patricia Malekalin und Miriam Meinheit. Und die haben aber auch alle richtig gute Zeiten hingelegt. Also da muss man sagen, Wandertag ist das alles keiner. Ja, das war das letzte Wochenende und es war nicht das letzte große Wochenende in diesem Jahr. Also da kommen noch wirklich riesige Events auf uns zu, mit dem Gehgut, mit dem UTMB. Also lasst euch da die Wochenenden auf der Zunge zergehen und fiebert ein bisschen mit, weil es werden jetzt mittlerweile echt viele Sachen auch im Livestream übertragen. Soweit zur aktuellen Stunde und jetzt springen wir direkt ins Thema dieser Folge. Und damit das jetzt da kein Monolog wird, habe ich auch dieses Mal neben mir nicht den Flo sitzen, sondern viel, viel erfahrener im Laufen schon, den Harald Fritz. Hallo. Grüß euch, hallo, servus. Wir hatten dich ja schon einmal bei uns und dieses Mal geht es um ein ganz spezielles Thema, von dem ich ehrlicherweise persönlich exakt keine Ahnung habe. Es geht um andere Länder, wie das Laufen dort verstanden wird, wie das dort ist, wie Höhentraining ist, wie abseits des Praters Laufen verstanden wird auf der Welt. Genau. Trifft es das ungefähr? Das ist ein guter Einstieg jedenfalls, ja. Sehr gut. Und du, also es geht im Speziellen geht's um Laufen in Äthiopien
und du hast dazu eine nicht nur eine besondere Beziehung, sondern auch relativ viel Erfahrung damit. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Genau, also ich war schon viele Male in Äthiopien. Angefangen hat es ja natürlich sozusagen mit der Zusammenarbeit mit dem Lemmerwerk. Es gibt ja auch in Österreich eine äthiopische Community und diese äthiopische Community, mit der hatte natürlich auch der Lemmerwerk Kontakt. Und wie es der Zufall so will, ist einer der Äthiopier, der in Wien lebt, Dr. Adefris Tegene, dessen Frau bei der UNO arbeitet und er ist mitgekommen. Und dazu muss man wissen, der Adefris war der persönliche Physio-Betreuer vom Heilige Selassie. Und hat mit dem die letzten Jahre zusammengearbeitet, sehr eng. Das heißt, ist mit dem Laufsport sehr tief verbunden, ist ein promovierter Sportwissenschaftler, der seine Ausbildung in Russland gemacht hat. Äthiopien und Russland, die haben sehr eng zusammengearbeitet. Viele Namen in Äthiopien haben auch einen russischen Ursprung oder kommen aus Russland. Wieso? Also gibt es da einen geschichtlichen Hintergrund? Das hat so ein bisschen mit der politischen Ausrichtung zu tun, warum das so passiert ist. Auch der Mosinet Geremev zum Beispiel, der gestern Zweiter geworden ist beim WM-Marathon. Geremev ist jetzt auch eher ein russischer Name, ja? Also daher kommt das. Ich habe den Adolfis kennengelernt und auch schätzen gelernt, ein blitzgescheiter Kerl, wie alle Äthiopier, unfassbar freundlich und nett zuvorkommend. Und wie alle, ich sage mal, das ist alles ein bisschen, sagen wir, polemisch, was ich jetzt sage, also man möge mir hier verzeihen, aber ich glaube, viele haben, nicht alle, aber viele haben doch ein Bild von Äthiopien, das eher durch hungernde Kinder geprägt ist und Dürren und Hungerkatastrophen. Das ist ja auch das, was in den gängigen Medien, glaube ich, aus Äthiopien ankommt. Also das ist so wie richtig, was ein riesiges vielen, Problem ist. Ja, was in vielen Teilen der Erde jodeln wir ja auch die ganze Zeit, sitzen irgendwo mit einer Herzerl Lederhosen am Berg und weiß ich nicht, genau. Schnitzen. Ja. Also so in diese Richtung, also genauso wenig wie das bei uns. Oder trinken Spritzer. Ja, wobei. Wobei. Für Fortgeschrittene. Ja, aber die kennen uns dann auch schon. Ja, genau. Und Äthiopien ist im Allgemeinen eher nur Hunger und so weiter. Und für Fortgeschrittene, die wissen auch, dass du da viel gute Läufer her sind. Genau, das ist sozusagen ungefähr so die Zusammenfassung. Und man geht natürlich davon aus, dass alle Äthiopier gute Läufer sind, genauso wie ja jeder Österreicher perfekt Skifahren kann. Ja? Also das ist ungefähr genauso nahe an der Wahrheit. Ja? Also das kann man ganz gut vergleichen, auch Laufen und Skifahren, finde ich. Lange Rede, kurzer Sinn, nur ein paar Daten. Äthiopien ist so groß wie Frankreich und Deutschland zusammen. Jetzt von der Auswirkung her. Und wenn man versucht, sozusagen mal zu schauen, allein von der Geografie, wenn ich die Côte d'Azur mit der Nordsee vergleiche, dann wird man auch hier, oder die Alpen in Frankreich, dann wird man auch hier merken, hier gibt es deutliche Unterschiede, sowohl in der Kultur als auch in der Geografie. Und genauso ist es in Äthiopien. Dort gibt es Landstriche, die natürlich von Dürre heraus gefährdet sind. Andere Landstriche, die im Wasser, ich würde sagen, schwimmen oder untergehen. Und wir sehen natürlich immer diesen Ausschnitt, den uns die Medien geben. Ja. Äthiopien hat weit über 100 Millionen Einwohner mittlerweile. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eineinhalb Mal so viel wie Deutschland, oder? Ja, genau. Ungefähr so. Und hat ungefähr 80 verschiedene Völker und fast ungefähr gleich viel verschiedene Sprachen, ja. Und es gibt Völker in Äthiopien, die noch sehr nahe, also das ist jetzt auch wieder polemisch, aber sagen wir, sehr nahe der ich will nicht sagen der Steinzeit, aber so sehr der ursprünglichen afrikanischen Bevölkerung sind. Und dann gibt es die Hauptstadt in Addis, wo du alles hast, was sozusagen auch eine moderne Großstadt des 21. Jahrhunderts hat. Also der Kluft innerhalb dieser Völker und innerhalb der Ausprägungen ist halt enorm, ja, das muss man auch sagen, ja. Und wie gesagt, Äthiopien, man würde nicht auf die Idee kommen, nach Äthiopien zu reisen. Ist das so wie Wien zu Kleinwalsertal, oder? Das ist sehr nahe am Ursprung.
Ja, ich würde mal sagen, diplomatisch gesprochen, ich war noch nie im kleinen Walser da, also kann ich es nicht beurteilen. Eben, ist ja gar nicht so leicht, dorthin zu kommen. Ja, so ist es. Vielleicht auch noch so eins dieser Fun Facts. Äthiopien ist das einzige Land Afrikas, das nie kolonialisiert wurde. Das einzige. Die waren nie Kolonie. Die wurden zwar mal kurzfristig besetzt von den Italienern. Die Italiener wurden damals, aber obwohl sie eine moderne Armee hatten, so rund um den Ersten Weltkrieg herum, von den Äthiopiern mit nassen Fetzen verjagt, nämlich sprichwörtlich mit den nassen Fetzen, was für die Italiener immer noch eine peinliche Niederlage war. Und dieser große Tag für die Äthiopier wird auch immer noch gefeiert. Ja. Das heißt, Äthiopien ist sehr unabhängig. Man muss auch wissen, Äthiopien ist großteils ein extrem christliches Land. Das sind orthodoxe Christen. Das heißt, es ist also der Islam ist dort kaum verbreitet. Verbreitet sich so jetzt immer mehr, aber eigentlich sind die Christen dort verbreitet. Also auch interessant, weil direkt über die Meerenge drüber. Schaut überall, die Sache ganz genau, anders aber, aus. Aber das ist ein sozusagen ein Herzstück des Christentums. Da kommen auch sehr viele Sachen her aus dieser Ecke. Es gibt auch eine starke Verbindung zu Israel, mit den äthiopischen Juden. Da gibt es eine starke Verbindung. Wenn man sich das israelische Nationalteam anschaut, der Marathonläufer, das sind ausschließlich Äthiopier oder gebürtige Äthiopier, aber eingebürgte Israelis, also Juden. Die Religion ist ein ganz wichtiger Bestandteil dort. Der wirklich also in das tägliche Leben hineinspielt und für die Personen dort ganz wichtig ist. Das merkt man überall, also in allen Gegebenheiten. Die Äthiopier sind ein unglaublich freundliches und zurückhaltendes Volk. Obwohl ich es weiß und versuche mich danach zu richten, komme ich mir immer dort noch vor wie ein Elefant im Porzellanladen mit unserer europäischen Art und Weise, Dinge zu kommunizieren und so weiter. Das ist einfach dort nicht machbar. Also wenn du in einem Restaurant oder in einer größeren Halle bist, wo nur Äthiopier sind, dann kannst du fast eine Stecknadel fallen hören, weil dort jeder leise spricht. Nicht wie bei uns, der möglichst laut spricht, um sich Gehör zu verschaffen, wo ein Randal, das würden die nie tun, das wäre also ein Affront. Ja. Aber kommen wir zurück. Ich habe den Adolfis kennengelernt. Und der Adefris hatte ein gut gehendes Geschäft in Addis, also mit seiner Sportwissenschaft, mit Massage und so weiter, ist aber seiner Frau nach Wien gefolgt, weil die den Posten der UNO hatte. Also einmal umgekehrt sozusagen. Also nicht die Frau folgt dem Mann, sondern der Mann folgt der Frau. Und dann war ihm halt ein bisschen Fahrt auch in Wien und so haben wir mal begonnen zu sprechen. Und er kennt ja, wie gesagt, den Heile sehr gut. Und er hat dann die Idee gehabt, du pass auf, es gibt einmal im Jahr den Great Ethiopian Run. Da habe ich gedacht, okay, schauen wir mal an, was das ist. Das ist ein 10 Kilometer Straßenlauf in Addis. Das hört sich jetzt da nicht wirklich spektakulär an. Genau, es ist im November. Dazu muss man wissen, Addis liegt auf 2500 Meter. Also es ist schon ein bisschen von der höheren Sorte dort. Da muss man aber dazu sagen, dass die Topografie in Äthiopien ja sowieso so ist, dass relativ viel des Landes hoch liegt. Also es liegt schon ein Teil sozusagen so, das geht ja noch weiter. Aber, das war relativ hoch. Zweieinhalbtausend Meter und höher. Also ja, das ist das Hochland, das dann weiter auch geht nach Kenia, das Rift Valley. Man muss ja auch sagen, sozusagen die Lucy, sozusagen der älteste Mensch, den man gefunden hat, ist ja in Äthiopien gefunden worden. Ja? Also Äthiopien könnte man auch als die Wiege der Menschheit eigentlich bezeichnen. Ja? Und weil es so hoch liegt, obwohl es am Äquator liegt, ist es zum Beispiel, es ist auch einer der vielen Meeren, die man hat, es ist dort nicht heiß. Also die Temperatur ist relativ konstant, es schwankt zwischen 16 Grad in der Früh und dann vielleicht 25 Grad zum Mittag. Die Sonneneinstrahlung ist natürlich stark, also die UV-Strahlung, weil der Äquator ist, aber es ist eigentlich nie heiß. Zum Laufen ist perfekt. In der Früh läuft man sogar durchaus mal mit so lang. Und erst am Nachmittag in der zweiten Einheit dann vielleicht kurz. Aber es wird nie so wirklich heiß und das ist so einer der Dinge, man glaubt immer, Afrika ist heiß.
könnte man vermuten, Äquator ist aber nicht, ja. Wobei, Afrika ist heiß, ist so, wie man sagt, in Europa ist kalt. Also ja, irgendwo genau. Zwischen Italien und Finnland. Genau, also das ist also ein Gerücht, ja. Ja, und dann habe ich mal, und der Great Ethiopian Run, muss man sagen, da sind 40.000 Leute, die dort ein Lauffest feiern, im Prinzip, ja. Also das ist ein Riesenspektakel, wo du keine Startnummer hast, sondern es gibt ein Leiberl, das haben dann alle an. Das ist die Eintrittskarte. Also die Gegend ist großflächig abgesperrt von der Polizei, also da kommst du nur rein, wenn du dieses Leiberl an hast. Mhm. Und auch hier sieht man, da gibt es ganz schon Leute, die das Leiberl wirklich schön herrichten und so weiter, aber 40.000 Leute mit dem gleichen Leiberl ist schon sehr beeindruckend und dann ist dort Party, also wirklich Party. Da geht echt die Post ab, da sind Bands am Rand. Äthiopien hat eine Verbindung zu Jamaika, weil die Rastafari sind ja Leute, die den Haile Selassie angebeten haben als Gott. Das heißt, du hast dann Reggae-Bands auf der Seite, weil es diese Verbindung gibt. Ja. Die Leute tanzen und da wird gelaufen. Und das ist so, wie wir bei uns 40.000 Leute laufen wollen. Wenn du dort für die 10 Kilometer 2 Stunden brauchst, bist du bei weitem nicht der Letzte, der da ins Ziel kommt. Ja. Und da ist noch die große Menge an Leuten, die dort kommt. Das ist wahrscheinlich das ist auch für die meisten nicht, ich will jetzt meine Bestzeit laufen, sondern es gibt einen Elite-Lauf, so mit ein paar eingeladenen Elite-Läufern, die laufen immer vorweg, auch sozusagen mit Inklusion, also auch mit Rollstuhlfahrern, ja. Mhm. Und dann gibt es diesen Hauptlauf. Und der Hauptlauf ist wirklich als Fest zu verstehen. Und wir sind dann hingefahren mit einer Gruppe. Beim ersten Mal war übrigens der Tom Rotenberg auch mit dabei, der auch schon bei euch war. Ja. Der Tom war schon zweimal dort. Also wir haben dann das Ganze organisiert, weil wenn man sich nicht auskennt, ist es ein bisschen schwierig, ja. Da erstens reinzukommen, eine Startnummer zu bekommen. Und das ist ja hauptsächlich für Einheimische gedacht. Aber es gibt auch immer eine kleine Anzahl von internationalen Teilnehmern. Man muss da glaube ich auch dazu sagen, schaut euch bitte die Fotos dazu an, wenn ihr die Wahnsinn. Möglichkeit habt. Ja, und die also Videos, unglaublich. Die Videos, die Straßen dort, das ist jetzt dann nicht irgendwie die Hütteldorfer Hauptstraßen, sondern das ist eher so, ich weiß es gar nicht, das sind, wie viele Spuren das sind? Gefühlte 8? Ja, ja, also das ist ziemlich breit. Das ist wirklich der ganze Ring. Ja. Also statt in beide Richtungen. Ungefähr so ist die Straßen. Nein, es ist auch genug Platz dort, es ist eine Riesenstimmung. Und wie gesagt, die internationalen Teilnehmer von diesen 40.000 sind ein paar hundert internationale Teilnehmer. Sehr viele kommen aus den örtlichen Botschaften oder aus den örtlichen Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, die da mitlaufen. Mhm. Und einige wenige reisen auch an, ja, so wie wir das gemacht haben. Und für die internationalen Teilnehmer gibt es immer am Vorabend dann in einem der großen Hotels, meistens im Hilton, einen Empfang, wo dann meistens, es gibt immer so ein paar Promi-Läufer, die da auch mitlaufen, und wo man dann auch natürlich die persönliche Gelegenheit hat, mit dem Haile Selassie ein Foto zu machen, der kommt vorbei, weil er war einer der Gründer dieses Great Ethiopian Runs. Und daher kannte es auch der Adefries, weil der den Haile gekannt hat. Und das war natürlich super, weil wir sind dann, also mit unserer Gruppe kannten wir natürlich nicht nur den Haile, also wir haben dann noch einen eigenen Termin mit dem Haile gehabt und wir haben mit ihm gesprochen und waren in seinem Büro und das war also sehr, sehr geschmeidig. Haben auch den Kenenisa getroffen, weil den hat er auch schon mal angerufen, wo wir vorbeikommen können mit ein bisschen plaudern und so weiter. Kenenisa hat gesagt, ja, kommt vorbei, reden wir ein bisschen. Und ich habe dann im Rahmen dieses Besuchs haben wir auch das Trainings oder einer der Ressorts vom Haile kennengelernt. Der Haile ist einer der großen Wirtschaftstreibenden in Äthiopien. Also der hat Auto Generalvertretung, der baut Häuser, der hat Ressorts. Und eins seiner Ressorts ist unmittelbar außerhalb von Addis. Also vom Flughafen fährt man je nach Verkehr zwischen 30 und 40 Minuten hin. Liegt aber auch noch ein bisschen höher, also auf ungefähr 2,8. Das ist so, wie wenn du sagst, keine Ahnung, das wäre am Biesenberg oben von Wien, ja, so auf der Höhe, ja. Also aber noch so ein bisschen diese 1-200 Meter höher, außerhalb von Addis, wie soll ich sagen, wenn man dann so herumschaut, die kleinen Erhebungen, die man sieht, also wie gesagt, wenn du in Wien wärst und du schaust am Kahlenberg, der Kahlenberg war ja dort ein 3000er, ja. Mhm. Also von der Höhe her. Ungefähr. Und es schaut auch genauso aus, also Wälder, Grün, eigentlich sehr, 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 sehr stark wie bei uns, ja.
Und er hat dort ein Trainingszentrum aufgebaut, weil es ja üblich ist, dass Olympiasieger, die in Äthiopien als Geschenk für ihren Olympiasieg Grundstücke geschenkt bekommen. Ja. Mhm. Und dort oben, in Sululta heißt das Gebiet, hat der Haile ein großes Grundstück bekommen und zwar daneben hat der Kenenisa eins bekommen und der Haile hat dann dort ein großes Resort gebaut, also mit einer 400 Meter Bahn und einem Swimmingpool und allem Bipapo, mit einem sehr guten Standard, muss man mal sagen. Mit Europa vergleichen, würde man sagen, ist ein 3-Sterne-Standard. So in der Kategorie, Essen ist ausgezeichnet, für Äthiopien ist es 5 Sterne plus, ja. Also im äthiopischen System sozusagen, ja. Und dort haben wir auch sehr viele Athleten immer getroffen. Also der Mo Farah war dort, der Bashir, der jetzt gerade Dritter geworden ist, die Chinesen haben dort oben immer trainiert. Also es waren doch sehr viele Nationalmannschaften und gute Läufer, die dann dort auch einfach stationiert sind. Weil es halt ein wirkliches Trainingslager ist, also Trainingsresort, und du hast ja schon gesagt, auf 2,8. In dem Fall ist es auf 2,8. Also 2,800 Meter. Das ist schon sehr hoch, ja. Das ist schon sehr hoch. Im Vergleich zu unserer Seehöhe da echt hoch. Also da schaut die Luft wirklich schon mal anders aus. Genau. Und das muss man auch berücksichtigen, weil ja, wenn die Leute bei uns auf Höhentraining gehen und wenn sie St. Moritz fahren, St. Moritz ist 1800 oder so, ja. Oder Sestriere 2000 und diese Dinge, da bist du schon deutlich höher, und das muss man auch berücksichtigen, quasi, speziell wenn man das erste Mal hingeht. Also es ist dann wirklich so, wenn man da ein bisschen bergauf geht, du schnaufst gleich wie ein Dampflok, ja. Es ist auch mit Vorsicht sozusagen dann das ganze Training zu beginnen, dass man die Leute nicht gleich mal abschießt, ja. Und es ist so. Wie lang ist da ein Training ungefähr? Also wie lang ist man, wenn man jetzt da dort ein Trainingslager oder ein Trainingsblock machen wird, wie lang ist man dann dort? Weil du musst ja ein bisschen eingewöhnen, bevor du überhaupt eigentlich, wie soll ich sagen, strukturiert zum Trainieren dort anfängst. Genau, ja. Das ist ein bisschen das Problem auch natürlich für Hobbysportler, einfach wegen der verfügbaren Zeit, ja. Jetzt muss man zwei Sachen unterscheiden, finde ich. Machst du dieses Trainingslager im Sinne eines Erlebnisses? Ich möchte das einmal erlebt haben, wie das dann dort ist. Mhm. Oder machst du das Trainingslager wirklich aus performance steigernder Sicht? Okay. Weil sozusagen beide Aspekte sind aus meiner Sicht valide. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte da oben einmal erlebt haben, mit den Leuten laufen und so weiter und ob ich nachher dann besser bin oder nicht, ist mir nicht so wichtig, wie dieses Erlebnis zu haben. Mhm. Kann man das anders betrachten, wenn er sagt, na, also ich bereite mir jetzt gerade auf den Wien-Marathon vor und ich muss die letzten 2 Minuten über sozusagen eine erhöhte Sauerstoffaufnahme machen. Ja. Wenn man diesen Fall betrachtet, dann ist die absolut untere Kante für einen Effekt 10 Tage. Das ist aber schon, also wirklich, also eher 14 Tage, 3 Wochen. Ja, richtig. Also 14 Tage ist gut, 3 Wochen ist optimal. Bei vielen ist eigentlich so, die Deutschen machen es also, die machen ja Zyklen und die bleiben gar nicht länger als 3 Wochen, weil nach 3 Wochen ist der Effekt eingetreten und wird nicht mehr besser. Mhm. Das heißt, die machen 2-3 Mal im Jahr. Genau, richtig. Also machen die 3 Wochen quasi. Das, genau, ja. Und das ist natürlich jetzt im Hochleistungssport, muss man natürlich auch wissen, egal wie gut du akklimatisiert bist, du kannst halt auf 2, 2,5 oder 3 natürlich nie die Paces laufen, die du im Flachen laufen kannst. Mhm. Ja, das hat man, das kann man sich ganz gut auch anschauen. Der Andi Walter war dieses Jahr auch auf Höhentrainingslager. Er ist jetzt gerade in St. Moritz. Jetzt gerade. Okay. Ja, jetzt gerade, aber er war auch im Frühjahr irgendwann. Ja, der war in Kenia, genau, im Frühjahr. Der war in Kenia und da hat er auf seinem Video-Blog, glaube ich, auch gezeigt, dass er dort halt, wann er angefangen hat, wie die Trainings ausschauen, wie viel schneller oder langsamer quasi, dass er läuft, quasi dieselbe Anstrengung zu haben. Ja. So ist es. Und das muss man auch schauen, sozusagen, also das ist so ähnlich, wie wenn du sagen wir, auf einen Berg rauf gehst, oder sagen wir, der Kilimanjaro ist so ein Beispiel, ja. Deine persönliche Fitness sagt gar nichts darüber aus, ob du das schaffst, auf den Kilimanjaro zu kommen, sondern wie du mit der Höhe umgehst, ja. Und meines Wissens nach gibt es noch keinen wirklichen Indikator, der sagt, warum jemand Höhe verträgt oder nicht verträgt. Also das ist was sehr Individuelles. Es gibt Leute, die können mit der Höhe sehr gut umgehen, adaptieren sehr rasch, können sehr rasch eigentlich gut trainieren und andere, da packen es einfach nicht, ja. Und fühlen sich da nicht wohl. Und gibt auch genug Papers dazu,
dass es bei einigen Athleten de facto einfach nichts bringt. Also die in die Höhe zu schicken, da machst du oft mehr kaputt als irgendwas anderes. Ja? Ich habe es jetzt auch erlebt bei Athleten, die jetzt auch Covid gehabt haben, die danach bei 2.500 Meter hinauf, wo quasi der Körper mehr oder weniger abregelt. Ja. Und sagt, du, spürst jetzt momentan nicht. Ja. Du, also, du kriegst einfach jetzt mal keine Luft. Genau, ja. Also was man schon merkt, also ich habe mir beim ersten Mal, als ich oben war, viel schwerer getan als beim dritten oder vierten Mal oder so ähnlich. Ja, also das ist schon etwas, also was sich der Körper offensichtlich auch merkt, hey, ich war schon mal auf der Höhe, ich kenne mich da aus, ich reagiere ein bisschen anders. Also je öfters man in der Höhe ist, desto leichter tut sich auch der Körper dann damit umzugehen, ja. Merkt man da einen Unterschied, wenn Menschen als Kinder, also wenn man jetzt die Vorteile von den Österreichern bemüht und sagt, na, die sind eh zwischen 5 und 20 immer am Berg und dann Skifahren, merkt man das dann, dass die das quasi ja, das ist ja dann der Aufenthalt ist zu kurz. Nein, aber Leute, die natürlich so, das merkst du beim Lehmer, der dort aufgewachsen ist, der reagiert natürlich ganz anders als Leute, die darauf kommen. Also da gibt es deutliche Unterschiede, das kannst du nicht zumindest vergleichen. Ja. Es ist nur so, also wenn man diese Bilder aus Eton sieht und Kenia sieht sozusagen, mit diesen typisch afrikanischen Landschaften und so weiter, das ist dort nicht. Also das ist ein Trainingszentrum und da fährt eine große Hauptstraßen fährt da vorbei und man kann natürlich im Gelände laufen und in den Wäldern laufen, das ist ganz gut. Aber das ist wie wenn du bei uns in einem, keine Ahnung, in einem kleinen, sagen wir in Gerersdorf warst oder so. Also nicht unbedingt in der Hauptstadt, aber es ist schon was los. Spricht das jetzt für oder gegen das Trainingslager? Man weiß es nicht. Aber ich wollte nur sagen, dass die Erwartungshaltungen hier die richtigen sind. Dafür hat man einen relativ guten Komfort und was unschlagbar ist, halt in Äthiopien, die Ethiopian Airlines fliegt mittlerweile 5-mal pro Woche nach Addis. Ja. Der Flug ist immer der gleiche, du fliegst um 22.30 Uhr ungefähr weg und kommst um 6 Uhr Ortszeit da an. Ja. Das heißt, du fliegst da weg, kommst in der Früh um 6 Uhr an und wenn alles gut geht, sitzt um 8 Uhr beim Frühstück im Trainingszentrum. Das heißt, du verlierst netto, und das ist für die Privatleute vor allem wichtig, nix. Mhm. Und der Rückflug ist genauso. Du fliegst in der Nacht retour, du fliegst dann Mitternacht weg und bist um 5 in der Früh da. Das heißt, also auch hier verlierst du keine Anreise, wohingegen nach Eton bist du 24 Stunden unterwegs. Wieso? Ach so, weil es gibt keinen Direktflug von Wien nach Nairobi. Da musst du meistens über irgendeine Ecke nach Nairobi fliegen. Und von Nairobi musst du dann auch nach Eldoret fliegen. Und von Eldoret musst du dann mit dem Auto noch fahren, ja? Ja, das ist natürlich dann mühsam. Du fliegst 6 Stunden über Nacht bis dort und fertig ist, ja? Also das ist schon recht unschlagbar, muss man sagen, ja? Also von der Nettozeit, die man gewinnt oder verliert, je nachdem, wie man das halt so sieht. Ja. Also man hat keine Reisezeit, die Zeitverschiebung zwischen 1 und 3 Stunden, je nachdem, ob Sommerzeit oder Winterzeit ist. Ja. Das heißt, du hast vorher kein Jetlag oder so irgendwas in die Richtung, sondern... Genau, ja. Also das muss man mal so mal sehen. Das Training, also wenn man wirklich sagt, man möchte ein Trainingslager machen, wie gesagt, dann ist das eine, das Trainieren. Hier hat man... Ich sage jetzt mal mehrere Möglichkeiten. Also ich habe beide schon gemacht. Wir waren in dem Trainingsressort vom Highland. Wir haben dort unsere Pacemaker, die mit uns das alles machen. Dazu muss man aber wissen, wie soll ich das sagen, im Großraum Addis gibt es mehrere Laufgruppen, die von mehreren Trainern, die sehr bekannt sind, betreut werden. Das ist so wie Fußball. Laufsport in Äthiopien ist auch ähnlich wie der Fußball mit erster, zweiter und dritter Division und so weiter strukturiert. Also das ist dort Nationalsport quasi? Natürlich, genau. Das ist dort der Nationalsport. Und eine dieser Gruppen umfasst ungefähr 120 Leute. Ungefähr 80 Männer, 40 Frauen. Ja, so Pi mal Schnauze. Ja. Die Chinesen haben das zum Beispiel so gemacht, dass ich das letzte Mal dort war, 2019, in der Vorbereitung für die Olympischen Spiele. Die haben die eine Hälfte ihrer Nationalmannschaft in die eine Gruppe gesteckt und die andere Hälfte in die andere Gruppe. Nach dem Motto, wir streuen das Risiko, irgendeiner wird schon gut werden. Also die Chinesen sind monatelang dort, machen gar nichts, die Trainer, sondern lassen die äthiopischen Trainer mit denen einfach arbeiten. Das ist das chinesische System. Die schmeißen einfach viele Menschen rein und warten, was passiert.
So ist es, genau. Naja, aber die Kirchen haben noch nichts zusammengebracht im Prinzip. Also das ist eigentlich ziemlich matt, was die da machen, obwohl sie viel Geld reinstecken auch, ja. Mhm. Und innerhalb einer Gruppe gibt es dann, also von diesen 80 Männern, das ist dann wieder eingeteilt in 3 Leistungsgruppen ungefähr. Mhm. Und der Coach entscheidet dann immer sozusagen, je nachdem, welches Training das ist, wer in welcher Leistungsgruppe da drinnen ist. Auch er fragt, wie geht's da und so weiter, bist du da vorne oder nicht dabei. Aber wenn es dann zur Sache geht und diese gemeinsamen Trainings, das sind 3, vielleicht 4 Trainings in der Woche, eher 3 Schlüsseltrainings, die gemeinsam machen, wobei jeder dieser Athleten ja normalerweise 2-mal am Tag trainiert. Okay. Das heißt, 3-mal in der Woche kommt man zusammen in diesen Gruppen, wo man gemeinsam trainiert und die anderen Tage trainierst halt in einer Kleingruppe mit deinen Freunden, wo du einfach nur lockere Kilometer sammelst. Ja. Genau. Das Krafttraining macht man zum Teil auch gemeinsam. Aber zum Beispiel klassisch der Tempodauerlauf, also wenn so zwischen 25 und 30 Kilometer Rennen am Asphalt, das ist eine Gruppeneffort, weil da fährt jeder dieser Teams hat auch einen eigenen Bus, wo die Betreuer drinnen sind, wo dann aus dem Bus heraus die Getränke gereicht werden. Ja. Oder der Long Jog. Kurze Frage zu Getränke aus dem Bus gereicht werden. Ist es üblich, dort auch mit Equipment zum Laufen oder also jetzt zu Trinkwesten oder so? Nein, weil du sagst, das ist jetzt nicht so heiß. Nein. Aha, okay, das ist also wirklich wie ganz normal beim Marathon oder beim Straßenlauf. Genau, die tragen gar nichts mit, ja. Okay. Und der Lehmer braucht ja immer einen Wasserträger, der nichts mitnimmt. Okay. Der braucht einen Longjog immer jemanden, der mit dem Radl mitfährt, weil er selber nichts trägt. Oh. Ja, also wie immer. Und das gleiche gilt dann für die Longjogs. Also wenn sie dann, die sind dann eher in der die Asphaltläufe finden sie in der Früh statt, weil die muss man auf einer dieser Asphaltstraßen machen, wo der normale Verkehr herrscht. Ja. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, Brunnerstraße. Bin ich auf der Brunnerstraße rennen halt in der Früh 60 Grad. Das wiederum will ich auch nochmal machen, mit dem hässlichsten Marathon Wiens. Ja, genau, wirklich. Der startet also dort. Ja, der ist echt so, ja. Und die Longjogs sozusagen, die sind aber eher, die sind dann immer so im Gelände, weil die Afrikaner im Gegensatz zu uns ja kaum was auf Asphalt laufen, ja. Also Asphalttraining ist eine eigene Trainingsform. Okay. Die meisten Kilometer legst du nicht auf Asphalt zurück. Und das ist in Äthiopien zum Beispiel ein riesiger Vorteil. Wir laufen dort sehr viel auf Gras. Okay, das heißt, sie laufen nicht auf Asphalt, sie laufen jetzt also auch nicht klassisch Trails, sondern sie laufen Schotterpisten oder Gras. Oder Gras, genau, so ist okay. Es. Oder im Wald halt, sozusagen, so ist es. Das Gras ist dort sehr cool, ist fast wie ein Golfplatz, weil dort sind ständig die Pferde und die Schafe, die das abmähen, sozusagen. Ja? Mhm. Also sehr geschmeidig zum Laufen, muss man sagen. Ich habe für mich festgestellt, also ich konnte dort tatsächlich deutlich mehr an Umfang laufen, ohne dass ich irgendwelche Probleme hatte, weil wir halt so viel im Gelände gelaufen sind, so viel auf Gras gelaufen sind und das natürlich wesentlich schonender für die Gelenke ist. Ja? Also im Sinne eines Grundlagentrainings ist das natürlich eine perfekte Sache. Das kannst du dort nicht gut machen. Das merkt man aber auch, wenn man kann geradeaus laufen, das ist alles kein Thema. Aber jeder dieser Trainingsplätze wird extra angefahren. Also es gibt einen Platz, wo man die Intervalle macht, einen Platz, wo man die Hügelintervalle macht, einen Platz, wo man hinfährt für die Straßenläufe, einen Platz, wo man hinfährt für die Longjogs. Also du bist eigentlich immer unterwegs, wenn du mit diesen Gruppen trainierst. Das heißt, ohne Auto oder irgendwas hast du überhaupt keine Chance. Es ist nicht so, du bist an einem Ort und von dort läufst du weg. Wenn wir im Trainingsresort sind, dann sind wir für uns alleine, dann können wir sehr viele Trainings direkt von diesem Trainingsresort aus machen. Da fahren wir nur für die Long Jogs und für die langen Tempodauerläufe fahren wir extra einmal wohin, weil du brauchst dann doch eine längere Asphaltstraße mit wenig Verkehr. Und da fahren wir meistens auch ein bisschen runter, da sind wir dann auf 2200 Meter, weil sonst ist mit Tempodauerlauf nicht so weit her, ja. Da ist dann kein Tempo, sondern nur noch Dauerlauf, ja. Und auch die Longjogs, wo du so 30 Kilometer halt durch diese typisch afrikanische Landschaft rennst, mit diesen dunkelroten Böden und so weiter, das ist erstens ein tolles Erlebnis, aber da müssen wir hinfahren. Also es ist nicht so Tür auf und ich laufe dann, dann ist die Giraffe neben mir. Gar nicht, ja. Nix. Ja. Also das ist durchaus ein bisschen anders gestaltet.
aber auch ein tolles Erlebnis. Auch wenn man so ein bisschen die Philosophie betrachtet, also wie laufen da läuft. Und wir haben Leute dabei gehabt, die wirklich sehr, sehr gut waren, auch schon, ja. Also die Marathon so in 2:40 rennen oder Wings for Life wirklich ganz vorne mit dabei sind, die mitgelaufen sind, die laufen halt dann dort, wenn sie einen Longjog machen, 5er oder so, oder ein bisschen über unter einem 5er Tempo, ja. Was ja eh schon schnell ist für die Höhe. Und dann läufst du durch so einen Ort und dann rennen. Wie ist da der Faktor? Also wenn ich jetzt da sage, ich laufe beim Longjog jetzt von mir aus, ich laufe jetzt bei uns einen 5er Schnitt. Was laufe ich dann dort? Ein 6er? Mindestens. Eher 6,15. Kommt okay. Ein bisschen auf Höhe an. Okay. Ja, also man muss auch ein bisschen auf sich hören. Das hängt auch davon ab, wie es da geht, wie gut du akklimatisierst. Aber man kann schon einiges draufgeben. Ja? Und man macht es aber trotzdem nach den gleichen Herzfrequenzzonen. Wie soll ich sagen, ich bin jetzt eh nicht so der Herzfrequenzzonenfreund, sondern okay. Ich lasse mich ein bisschen auf das Gefühl, dass mich solange du nur durch die Nase atmen kannst, bist im Gleichgewicht. Okay, das bin ich selten, weil meine Nase komische Sachen macht, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich meine, kann das jetzt schon ein bisschen hernehmen, aber ja, man richtet sich ein bisschen danach. Nur okay. Auch das ist sozusagen ein bisschen verfälscht. Und man muss ein bisschen auf seinen Körper hören können. Okay. Und so ein Höhentraining ist ja generell etwas, sag ich mal, für fortgeschrittene Leute, die schon Lauferfahrung haben, die auch schon ein bisschen wissen, wie ihr Körper unterschiedlich reagiert auf unterschiedliche Anforderungen. Das muss man schon ganz klar sagen. Das ist nichts für Einsteiger, ja. Aber wie gesagt, dann läufst du so einen kleinen Ort und dann läuft neben dir so ein 8-jähriger Gstärmel mit Gummistiefeln seines Großvaters, die 5 Nummern zu groß sind, und der läuft eine Stunde lang mit dir einen 5er Schnitt dabei und plappert dich voll, ja. Ist ziemlich demütigend eigentlich, ja. Also unfassbar. Ist unfassbar. Naja, aber der ist im Gegensatz zu dir ja die Höhe gewohnt. Ja, naja, aber wie viele Kinder gibt es bei uns, die eine Stunde lang einen 5er Schnitt laufen können ohne Höhe? Das will ich nicht wissen, weil sonst ja, aber dann, wenn ich das jetzt da höre, dass das viele sind, dann höre ich instant wieder zum Laufen auf. Ja, das ist dann. Nein, ist generell so. Man muss auch sagen, die Leute, die wissen schon, was sie tun, die trainieren auch gut, aber bei denen ist halt auch jedes Training im Prinzip ein bisschen ein Ausscheidungsrennen. Also die reiben sich natürlich aneinander, was sie auch stark macht, klar. Weil du vergleichst, also in der Gruppe, also da sind die Olympiasieger, die Weltmeister, die Weltrekordhalter in der Gruppe drinnen, und die werden, also da ist keiner irgendwie, ich bin, die sind einfach amorph in der Gruppe. Da würde keiner auf die Idee kommen, zu glauben, er wäre was Besonderes, ja. Mhm. Aber natürlich schaust du ein bisschen auch sozusagen, wie geht's denn? Also der rennt das, ich renne das auch, das passt schon. Also ich bin auch nicht so schlecht, bin ich ja nicht unterwegs. Man kennt das ja von diesem, dieses Kenianer-Style, alle laufen im gleichen Tempo weg. Ja. Und wer es durchhält, hat gewonnen. Machen die das, ist es ähnlich? Ja, es ist, ich will nicht sagen, dass das die Grundmethode ist, aber dass es natürlich schon so ist, dass halt nicht alle dieses Training aushalten, ja. Mhm. Also das ist so. Und wenn du in jeder Gruppe 120 Leute hast, wenn du nicht 120 Olympiasieger hervorbringen, aber an. Ja, aber das, ich meine, das ist ja bei uns jetzt beim Fußball oder beim Skifahren ist bei uns ja wirklich, weil Fußball ist ja eher Mannschaftssport, aber beim Skifahren ist ja bei uns nichts anderes. Genau. Wenn du da anschaust, was du da bei den Skibezirken, wie viel das da fahren und wie viel dann überhaupt in die Skihauptschule und Skigymnasium, also und wie viel noch in Stamms überbleiben und wie viel im B-Kader in Österreich überbleiben, ja, das genau. Sind ja schon die Top-Fahrer mit dem, was bei uns in den Europacup geht, bist du wahrscheinlich in 120 andere Länder einfach einmal fix nominiert für wurscht was. Genau, und das ist dort im Laufsport so. Also genauso ja. Kann man das eigentlich auch sehen. Also der Vergleich ist da extrem zulässig, und die wissen auch, dass das Laufen halt für sie eine Möglichkeit ist, einmal rauszukommen und Geld zu verdienen. Ja. Und also ich war 2019, war ich mit dem Lema und der Vicky dort. Weil wir beide halt vorbereitet haben, ja, und die Vicky ist halt auch mit den Damen mitgelaufen, da habe ich ein bisschen mehr noch drauf geschaut. Und also bei den Damen war es unfassbar. Also da gab es kein Training, wo nicht 3-4 Leute wirklich gespielt haben. Also die sind wirklich an ihr Limit gegangen, ja. Um voranzukommen. Bei den Männern war es gar nicht so brutal wie bei den Frauen. Okay. Wie sehen die das? Weil du hast ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, oder verstanden habe, wie das so grundsätzlich läuft. Du hast einmal die Möglichkeit, ich werde Olympiasieger.
das ist jetzt aber nicht das Wahrscheinlichste, was da passieren kann. Wenn du das schaffst, dann tippitoppi ausgesagt, hurra die Post. Dann gibt es irgendwie 10 Anwärter, die das werden könnten, die darauf hintrainieren. Und die halt dann auch bei irgendeinem Straßenmarathon wirklich zu den Majors geschickt werden und dafür zahlt werden, dass sie dort laufen und auch ganz gut Geld verdienen. Und dann gibt's, wenn ich es richtig verstanden habe, so irgendwie noch eine zweite Liga, die auf die anderen Großen geschickt werden, also Marathons und auch noch gezahlt werden. Und alles, was darunter kommt, die werden gebucht als Pacemaker und ja, meistens und so fängt das an. Du fängst ja meistens mal als Pacemaker an, quasi, und dienst dir heraus. Es ist dort so, die sind ja fast alle dort sind in irgendwelchen Vereinen, oder klar, zum Teil auch beim Militär, und die zahlen denen eine monatliche Gage. Also, die kriegen schon, also, wenn sie so weit sind, einmal, dass sie in diese Gruppen kommen, haben sie schon mal geschafft. Sozusagen, das ist so wie bei uns beim Fußball, du kriegst einmal eine Gage. Jetzt nicht viel, aber du kannst einmal davon leben. Also Ronaldo gibt's ja auch nicht so viele. Nein, aber du kannst ihn, wenn du dort bleibst, kannst du mal überleben und passt. Genau, so ist es. Okay. Und wenn du der nächste Schritt ist, dass du dann ein Sponsoring im Sinne der Ausstattung bekommst. Mhm. Also es ist so, dass immer wenn ich dort war im Trainingszentrum, habe ich dort einen Charity-Lauf veranstaltet. Für Kinder, Normalos, Ältere, habe vorher Schuhe gesammelt, ja, die ich dann dort als Preise vergeben habe. Auch Geld gesammelt und so weiter. Also mein Büro ist mit hunderten Schuhen voll, immer noch, weil ich schon lange nicht mehr dort war, ja. Schuhe sind dort sozusagen das, was Zigaretten bei uns im Zweiten Weltkrieg waren. Also jeder fragt sich sofort, hast du Schuhe? Und wir können halt immer nur so viele Schuhe mitnehmen, wie in die Koffer reinpassen. Und momentan ist es noch so gewesen, die Ethiopian Airlines lässt für jeden 2 Koffer zu, die du mitnehmen kannst. Mhm. Und jeder, der mitfährt, hat schon automatisch einen Koffer, darf er selber machen. Den zweiten Koffer muss er für mich mitnehmen mit Schuhen und Material, das ich sozusagen hier sammle und dort vergebe. Ja. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir es nicht als Almosen hergeschenkt haben, sondern ich habe ein Rennen veranstaltet, wo dann der Sieger darf sich dann als Erster die Schuhe aussuchen und dann der Zweite und so weiter. Mhm. Weil das schon mal ein Riesenthema ist. Wo kriege ich meine Schuhe her? Ja? Du weißt selber, gute Läufer in der Klasse laufen zwischen 150 und 250 Kilometer die Woche. Und da ist der Schuhverschleiß schon sehr, sehr groß. Ja, ja, und vor allem bei den heutzutage wahnsinnigen Schuhen, gerade jede 2 Wochen seine Schuhe wechseln. Ja, und das können die sich natürlich nicht leisten. Also haben wir versucht, diese Charity da ins Leben zu rufen. Mhm. War auch recht cool, weil der Heile dann gekommen ist und die Medaillen, also ich habe mir die Medaillen hier geschnurrt. Und das war eigentlich immer ein super Erlebnis dann dort. Auf der 400-Meter-Bahn sind sie halt gelaufen. War eine super Sache. Aber das Training in den Gruppen ist dann halt schon so, dass da auch unterschiedliche, was ich, das gibt einen, die sind eher für den Halbmarathon spezialisiert, die anderen für die 10.000 und die dritten für die Marathonstrecke, die dann unterschiedlich miteinander trainieren. Aber es ist halt so, du bist ständig in Bewegung. In Itten ist es so, dass alle Läufer sich mehr oder weniger auf einem Platz befinden und dort alle trainieren. Auch in unterschiedlichen Gruppen, aber sie sind alle geografisch zusammen. Mhm. Ja, dort sind die über die gesamte Stadt verstreut. Ab und zu trifft man die Gruppen, weil sie zufällig am gleichen Ort das gleiche Training machen. Aber ansonsten schwirren die im Großraum Addis herum. Also das ist ein bisschen anders, ja. Ja, vor allem die Stadt ist ja relativ groß. Und wenn du in diesem Ressort bist, bist du ja wahrscheinlich jetzt da nicht ortsgebunden. Aber wenn du sagst, du machst viel von dort aus, laufst du ja nicht um die ganze Stadt herum, sondern du laufst ja deiner Gegend. Dort laufen wir auch für uns selber, also da haben wir unsere eigenen Pacemaker, da laufen wir für uns selber, da sind wir nicht mit diesen Gruppen unterwegs. Das mit den Gruppen unterwegs sein, das ist dann etwas, was ich gemacht habe, halt das wie mit dem Lema oder mit der Wiki, also das ist ein Hochleistungssport. Das kann man immer wieder einfädeln, weil ich ja die Trainer mittlerweile kenne, da kann man anrufen und sagen, hey, können wir mal mitmachen, und dann darfst du halt auch, wenn du Glück hast, ein bisschen mitlaufen. Also, das ist eh nicht lange, aber du kannst halt ein bisschen mitmachen und kriegst ein bisschen das Flair mit, was dort abgeht, und das ist schon einmal eine super Sache. Wir trainieren auch mit der sozusagen dritten Liga, gibt es ja auch genügend Gruppen, und selbst wenn du mit der dritten Liga mitläufst, hast du keinen Auftrag, irgendwie da mitzukommen, aber es ist irgendwie nett von der Atmosphäre her, das gemeinsame Aufwärmen,
für die ist ja ein Training ja, also auch der ganze Tag besteht aus Training. Man kommt, man quatscht mit den Leuten, man läuft, nachher sind die noch eine Stunde zusammen und machen so einen Cooldown, ihr dehnen, also der ganze Tag dreht sich dann im Prinzip um das Training und das Laufen. Das ist nicht so wie bei uns. Man kommt, läuft, geht wieder und wieder schauen, ja. Ja. Also es ist viel sozialer eigentlich das Ganze. Und das einmal erlebt zu haben, das ist schon eine tolle Sache. Die Problematik, und das muss man auch ganz klar sagen, es hat ja alles seine Schattenseiten, ist, also ich war das letzte Mal 2019 jetzt unten, dann kam Corona und leider ist Äthiopien auch ein politisch instabiles Land. Mhm. Also es gibt, sagen wir mal, dann drei große Volksgruppen von den 80, die eine Rolle spielen. Das sind die Amara, Amarisch ist ja auch die Landessprache. Das sind die Omoro leben so um den Großraum Addis herum. Und dann gibt es die Tigray. Die Tigray sind im Norden, das ist dort, wo jetzt auch der Bürgerkrieg entfacht ist. Mhm. Und diese drei Volksgruppen sind jetzt nicht unbedingt gut miteinander, was immer wieder zu politischen Spannungen führt. Und Äthiopien ist ein totalitäres System dort. Also ist dann nicht zimperlich. Die hauen zuerst einmal hin mit dem Schlagstock und dann schauen, was Sache ist. Also die Polizei hat hier Handlungsfreiheiten, die man sich nicht vorstellen kann bei uns, ja. Und man muss also für mich selber, ich würde natürlich gerne wieder vielleicht im nächsten Jahr mal ein Trainingslager machen, aber man muss diese politische Situation auch immer wieder im Auge behalten. Gleichzeitig fördert man natürlich alle dort, wenn man dorthin fährt und sein Geld dort lässt, damit es denen besser geht, ja, muss man auch sagen. Ja. Wer dieses Erlebnis einfach mal hineinschnuppern möchte, also bevor man sich dann für 2 oder 3 Wochen quasi committet, da kann ich nochmal diesen Great Ethiopian Run ans Herz legen, weil das ist ein genialer Event. Mhm. Ja, wenn wir das mit den Leuten machen, dann wohnen wir nämlich auch immer im Trainingszentrum vom Haile. Okay. Aber das dauert dann nicht 14 Tage, sondern das sind, weiß ich nicht. Das sind 5 Tage, 4 Tage, ja, 5 Tage. Genau, also über Wochenende. Na, wir haben es eigentlich so gemacht, wir sind meistens, also von Donnerstag auf Freitag hingeflogen, also dass wir am Freitag in der Früh dort waren, dass man am Freitag ein bisschen akklimatisieren kann. Wir haben dann am Samstag sind wir nach Addis gefahren, haben uns in Addis ein bisschen was angeschaut. Es gibt dort ein sehr gutes Museum, Nationalmuseum, wo man dann auch die Lucius weiter betrachten kann. Am Samstag gibt es dann auch die internationale Pasta-Party, wenn du so möchtest, oder den Haile kennenlernen. Mhm. Am Sonntag ist dann der Lauf. Da haben wir dann meistens sind wir hingefahren, gelaufen, dann am Nachmittag noch gemütlich vielleicht, wer wollte, noch ein bisschen ausklingen lassen, dann im Ressort. Ich habe es dann meistens so gemacht, einige wollten dann schon am Sonntag zurückfliegen, am Montag wieder arbeiten können, aber dass du genau einen Urlaubstag brauchst du dann für das Erlebnis. Ja. Und ich habe dann gesagt, wer möchte, kann am Montag aber noch bleiben, dass man am Montag vielleicht nochmal dort ein bisschen in der Gegend herumläuft und sich das ein bisschen anschaut. Mit einer Gruppe trainiert, die Gegend ein bisschen anschaut. Es ist wunderschön zum Laufen, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie ist es denn dort? Und dann fliegt man am Dienstag nach Hause, also von Montag auf Dienstag nach Hause zum Beispiel. Ja, ja, dann hast du 2 Tage, maximal 3, was jetzt da, genau, wenn du am Wolfgangsee fährst, hast du das Gleiche. Theoretisch kannst du um 6 in der Früh an, kannst direkt ins Büro fahren, wenn du da so ein Wilder bist. Ja. Also nein. Also, und ich habe auch gesagt, wenn man das, also ich bin ja bei den großen Städtemarathons wie Berlin, New York und so weiter auch schon überall am Start gewesen. Und wenn man dieses Gefühl haben möchte, einer Laufparty mit 40.000 Leuten, ohne dass man Marathon laufen kann oder will, dann kann man diesen 10er zum Beispiel nehmen, weil der hat es schon in sich. Das ist nicht so, weil aufgrund der Höhe, die man dort läuft, natürlich, ja, wird, würde ich immer sagen, ist die subjektive Anstrengung durchaus mit einem flotten Halbmarathon vergleichbar. Okay. Also, wenn du dort unter einer Stunde bleibst, bist du eigentlich schon ganz gut, kannst schon zufrieden sein. Naja, 10er unter einer Stunde ist, aber wenn du sagst, ich bin jetzt da nicht, die Turbo-Rakete ist auf 10er unter einer Stunde jetzt auch nicht nichts. Nein, die Leute, die normal unter 50 laufen, laufen dort vielleicht unter einer Stunde und die anderen laufen halt 1,5 Stunden. Ja. Aber es ist wurscht, weil du bist auch aufgehalten, weil natürlich ganz viele Leute mit dir ein Selfie machen wollen, weil du so ein Exot bist, ja. Also die halten dich auch super und freuen sich wahnsinnig, dass internationale Leute kommen. Also man fühlt sich dort wirklich willkommen und hat da also ein Lauferlebnis, das einem Städtemarathon gleicht. Ist der Preis auch dem Städtemarathon ähnlich?
Also wenn du sagst, ich fliege jetzt von Österreich nach London, wo es ja auch nicht ganz billig ist, weil das du musst ja auch so ein internationales Package buchen, weil sonst kommst du in London genau gar nicht rein. Und da bist du jetzt auch im hohen dreistelligen, wenn nicht vierstelligen Bereich unterwegs für einmal London-Marathon. Ja, ja, also man muss mal sagen, das hat sich jetzt geändert, ich bin jetzt mal gar nicht mehr so up-to-date, aber man muss für den Flug Wien-Ades zwischen 600 und 700 Euro rechnen. Hin und retour? Ja, genau. Also ja, das ist okay, der Flug hin und retour kostet 600 Euro. Okay, ja. So, das ist einmal sozusagen ein Standard. Ja. Dann musst du die Unterkunft dazu rechnen und das Startpaket. Und wenn du es nicht alleine machst, sondern gerne hättest, also betreut ist in der Gruppe, kostet es natürlich auch was. Weil wenn ich eine Gruppe betreue, möchte ich dafür ja nicht zahlen, sondern zumindest bare aussteigen. Also meine Kosten müssen hier auch mitgetragen werden. Das heißt, du bewegst dich dann schon, je nachdem, wie lange du bleibst und was du dann ausgibst, so jetzt mit den neuen Flugpreisen, weiß ich nicht, aber ich schätze mal, zwischen 1.000 und 1.200 Euro musst du rechnen. Ja. Was aber, jetzt du sagst, ich würde es jetzt mal erleben, ich will mal in das Land. Ich bin mir nicht sicher, wenn es da Wochen Italien machst, bist wahrscheinlich auch gleich einmal in der Gegend. Man kann es auch so machen, also die Ethiopian Airlines, damit man das nicht, das klingt immer. Ethiopian Airlines ist Star Alliance Partner, also einer der besten Fluglinien, muss man auch sagen. Und die Ethiopian Airlines ist der sozusagen Carrier für die Star Alliance nach Afrika. Und Addis ist dort der Verteiler. Okay. Also wenn man es mit einer Afrika-Reise woanders hin noch verknüpft, dann fliegt man sehr oft über Addis. Ah, okay. Ist also zum Beispiel, es ist wurscht, wenn du auf die Seychellen fliegst du über Addis. Wenn du nach Kenia, Kilimanjaro fliegst du über Addis. Mhm. Das heißt, wenn man dann innerhalb von Äthiopien noch herumfliegt und sich die großen heiligen Städten anschaut, da gibt es wirklich ganz tolle Städte, die man sich anschauen kann, auch der Blaue Nil oder der Nil entspringt da in Äthiopien zum Beispiel, ja. Oder Lalibela, das sind diese in Felsen eingegrabenen Kirchen, das sind auch Inlandsflüge, die kosten dann nichts mehr, die kosten 70 Euro, weil man schon international mit der Addis, mit der Airlines geflogen ist. Mhm. Also wenn man einen internationalen Flug mit der Addis, mit Ethiopian Airlines hat, dann sind die Inlandsflüge besonders günstig auch, ja. Ah, okay, das heißt, das ist noch so ein Zucker sozusagen noch dazu. Ja. Das heißt, wenn man das ein bisschen plant, dann kann man ja das wirklich sozusagen als Stopover mitnehmen. Also okay, und von dort, keine Ahnung, ich fahre da noch, also noch irgendwo anders hin in Afrika und schaue mir noch was an oder bleibe. Mhm. Das ist ganz witzig, wenn man in Wien eincheckt und man sagt nach Addis, sind sie immer verwundert, dass man in Addis bleibt. Bei den meisten. Also einfach nur dieser zentrale, also was in Europa Frankfurt ist, ist in Afrika Addis. Für die Allianz zum Beispiel, ja. Also das kann man dann durchaus verbinden und dann kann man sehr günstige Flüge auch bekommen zum Teil, ja. Ja. Weil es einfach ein Hop-on-Hop-off ist. Weil Addis selber gibt als Stadt jetzt nichts her, ja. Addis ist ja nicht alt, hat auch keine Altstadt in dem Sinn, also wahnsinnig viel zum Anschauen gibt es in Addis nicht. Unsere Atmosphäre hat die Stadt auch nicht, ja. Muss man ganz klar sagen. Ja. Aber das kann man es vergleichen mit irgendwas, wo man sagt, das ist auch so ein. Ist es eine Retortenstadt? Simmering. So schlimm? Ja. Nein, also es ist wirklich sozusagen eine Entwicklungsstadt. Also es ist in Addis gibt es nichts, was ich als Schee titulieren würde. Also sehenswert im Sinne einer Stadt sehenswert. Das ist ein Erlebnis, es ist Afrika, also man darf sich da jetzt nichts vormachen. Und in Afrika kann es einmal sein, dass es halt keinen Strom gibt oder kein Internet gibt oder halt einmal irgendwas nicht funktioniert. Das erschüttert dort niemanden. Aber was zum Beispiel dort ist, was ich im Sommer würde ich nicht hinfahren, weil das Regenzeit und wir waren aber im Sommer dort, weil wir es halt für die Herbstsaison vorbereitet haben, da hat es so zwei Wochen lang jeden Tag geregnet und es war kalt eigentlich und Regen. Aber trotzdem, die Leute sind immer gut drauf, sind immer lustig, sind immer freundlich und dann merkst du, was es mit deiner Stimmung macht. Dann kommst du nach Wien retour, siehst die ganzen Grandscherben und da geht's da echt wieder schlecht. Da unten ist man noch nicht schlecht gegangen, weil die Leute so sind. Mhm. Und was ich sagen muss, was mir wahnsinnig geholfen hat, also wenn man mal in Äthiopien war und sieht, wie die Leute dort leben und leben müssen, dann kann ich da sagen, wir
haben keine Probleme. Wir haben vielleicht Unannehmlichkeiten, und da möchte ich jetzt niemanden sozusagen jetzt abstreiten. Natürlich gibt es auch Probleme bei uns, speziell bei uns gesundheitlicher Natur sind, aber jetzt vom Lebensstandard her geht es bei uns kaum schlecht. Wenn du siehst, wie dort ein Großteil der Bevölkerung lebt und wie sie auch damit umgehen, da denkst du, wir alle haben alle schon im Lotto gewonnen, weil wir in Österreich geboren sind. Und worüber sich Leute bei uns aufregen, da denkst du, bist du deppert, die haben wirklich keine Ahnung, wie es woanders auf der Welt zugeht. Ja, ja, wobei wir beide haben ja sowieso den Super Joker gerissen. Ja, das kommt ja noch dazu, ja. Also männlich, weiß, Mitteleuropa. Ja. Jackpot, genau, ja. Radipost. Und ich sage, es wäre, also es ist so schwer, das jetzt in richtige Worte zu fassen, weil ich ja niemanden bestreiten möchte, dass jemand bei uns es auch schlecht gehen kann. Ja, also ich will das jetzt nicht irgendwie runtermachen. Ja, aber mir hat es wahnsinnig geholfen, Dinge, die man bei uns als Problem sehen würde, in Perspektive zu setzen und leichter damit umzugehen. Sage, weil ja, natürlich ist das nicht lustig oder das ist jetzt Ding, aber wenn du weißt, wie es anderen geht oder wie andere jeden Tag damit umgehen müssen, dann denkst du auch, bist deppert, also alles in allem, es geht mir wirklich gut. Ja. Das sind so ein bisschen banale Worte, die als Worte, glaube ich, auch schwer zu nehmen sind. Wenn man es erlebt hat und gesehen hat, also gespürt hat, dann glaube ich, dass es was mit dir macht. Und zwar positiv mit dir macht, weil du mit all den Unannehmlichkeiten, die es bei uns gibt, einfach selber ein bisschen besser zurechtkommst. Weil du sie für dich in Perspektive setzen kannst. Was du sonst, also nur weil ich das jetzt sagt jeder, ja, das habe ich schon tausendmal gehört, die armen Kinder in Afrika und so weiter, kann ich schon nicht mehr hören. Wenn man es erlebt hat, ist es für einen selber ein wirklich wertvoller Schritt im Umgang mit Dingen, die dir in deinem Leben passieren. Besser als vieles andere. Ja. Und dafür, also bin ich jedem meiner Erlebnisse in Äthiopien dankbar, die Leute kennengelernt zu haben, wie die miteinander umgehen, wie die mit ihrem Alltag handeln, ja, und so viel freundlicher sind und so viel lustiger sind und so viel mehr miteinander umgehen und einander viel näher sind, ja. Also ja. Ich kann mich noch erinnern, einer der ersten Dinge, die mich der Lehmann gefragt hat, als er nach Österreich kam, wir haben ja große Kulturclashes gehabt, war, also er versteht überhaupt nicht, warum so viele Leute alleine leben. Ich glaube, das ist auch so eine First-World-Geschichte. Ja. Je höher der Lebensstandard, desto weiter entfernen sie Menschen voneinander. Wunderschön gesagt, ja. Also besser könnte man sich sagen. Ganz genau. Auf den Punkt getroffen. Und das versteht er, hat er überhaupt nicht verstanden, weil dort alle zusammen sind die ganze Zeit. Ja. Also das ist sozusagen die Gemeinschaft, ist es so. Und was in Äthiopien ganz besonders ist, es gibt dort eine Hierarchie, die so ausschaut, sozial gesprochen, je älter du bist, desto höher bist du in dieser Hierarchie. Das heißt, alte Menschen sind dort sozusagen die absolute Autorität, werden von allen hofiert. Nicht wie bei uns, werden die alten Leute auf die Seite geschoben und so weiter, sondern es ist genau umgekehrt. Also dort bist du als älterer Mensch an der Spitze der sozialen Pyramide angekommen. Ja, alle helfen dir und alle sind für dich da. Ja, man, bei uns, wir können es uns halt einfach leisten, die anderen Leute nicht zu mögen. Du kannst einfach in Wien jeden so anschauen, als ob du denkst, magst du dich nicht einfach bitte schleichen aus meinem Leben? Ja. Und das geht. Und wenn du woanders lebst, in einem anderen Land, vor allem wenn der Lebensstandard grundsätzlich nicht so hoch ist, dann brauchst du einander ein bisschen. Ja, das hat sich auch so herausgebürgert. Es ist auch gleichzeitig aus meiner Sicht ein bisschen ein Fluch des Landes, weil wenn die Älteren was sagen, dann ist das Gesetz. Und natürlich ist es so, dass man, je älter man wird, desto mehr greift man auf bewährte Rezepte zurück. Das heißt, die Innovation bleibt ein bisschen stecken. Ja, progressiv ist es wahrscheinlich nicht. Genau, es ist nicht progressiv und das merkt man natürlich auch. Also der Fortschritt ist jetzt nicht dort erfunden worden, muss man auch ganz klar sagen. Aber sie gehen miteinander halt also auf der Ebene miteinander um, da können wir uns also ganz, ganz viel abschauen. Und das ist mal irgendwie noch wichtig, wenn wir schon über Äthiopien quasi reden.
Wie gesagt, es ist ein sehr religiöses Land. Also wirklich religiös. Also unfassbar. Und ich habe dort eine Seite entdeckt der Religion, die mir wirklich gut gefällt. Weil es ist ja so, wenn man in ein dritte Weltland geht, ist es sehr, sehr oft so, dass einem sogar für einen Österreicher auffällt, dass da viele Leute rauchen in diesen dritte Weltländern. Egal wie man geht, ja. Du wirst in Äthiopien fast keinen Raucher finden. Es ist also im Straßenbild nicht vertreten. Ab und zu gibt es ein paar Exoten, aber sonst raucht dort niemand, ja. Okay. Ich habe den Lehmann mal gefragt, warum ist denn das so? Sagt er, das ist ja wohl klar, aber wenn du rauchst, schädigst du deinen Körper und der Körper ist der Tempel Gottes. Und solange du rauchst, darfst du nicht in die Kirche gehen. Oh. Und nicht in die Kirche gehen zu dürfen, ist gleichzeitig ein Ausschluss aus der Gemeinschaft. Und selbst wenn du aufhörst zu rauchen, musst du da einiges an Absolution leisten, bevor der Priester dich wieder in die Kirche lässt. Okay, das heißt, du grenzt dir eigentlich damit selber aus. Ja, so ist es. Und damit, also das kann und will sich niemand leisten, aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Und die Gemeinschaft, also das ist so, wie wenn du aus dem Ötztal kommst und sagst, ich mag nicht Skifahren. Das kannst du zwar sagen, aber dann bist du wahrscheinlich irgendwo zwischen den Wienern in der Beliebtheit angesiedelt und an Bayern. Okay. Sie akzeptieren die, wenn es das Götter lässt, aber sonst der Schlechte bitte. Ja, aber ich muss sagen, das war ein Aspekt der Religion, die ich diesmal für sinnvoll gefunden habe, dass das so einprägsam ist. Aber wenn wir vielleicht wieder zum Laufen zurückkommen, was man von den dort also mitnehmen kann, ist einerseits diese Gemeinschaft des Laufens, dass es Nationalsport ist, dass sie sehr viel im Gelände laufen, ganz wenig auf Asphalt laufen, dass sie, wenn sie trainieren, wirklich brutal hart trainieren. Mhm. Also wirklich, ich sage bis zur Speibgrenze, das kann man echt so sagen. Zum Teil, und das natürlich dann diese Weltklasse rausbringt. Aber wehe, es ist dort irgendeiner von den Leuten, die Medaillen gewinnen, überheblich. Dann bist du sofort ausgeschlossen aus der Gruppe. Das geht gar nicht. Du bist dort, du kommst zurück vom Olympiasieg und dann sagen sie, ja, grüß dich, gut gemacht, weiter geht's. Also, drei Fragen habe ich ja da gleich direkt. Das erste ist, was ist, wenn sie einer weh tut? Läufer, hast du gar einmal irgendwelche Laufverletzungen? Wenn du jetzt da auf einem Nicht-Asphaltboden das hauptsächliche Training machst, nicht so häufig, aber grundsätzlich kannst du ja trotzdem. Ja. Und wenn du nur umknächelst, kannst du irgendwas abreißen. Dann musst du halt Pause machen und fertig ist. Also einer der gefährlichsten Orte in Äthiopien ist ein Spital. Also der Lehmer, das plapper ich jetzt nur nach, hat gesagt, also er selber hat zwei Freunde einfach im Spital verloren, weil die halt bei den diversen Operationen das halt dann nicht so überstanden haben. Okay, also jetzt da von der schweren Verletzungen redend. Okay, also jetzt dann nicht von der Qualifikation der Ärzte, sondern wahrscheinlich hygienische Bedingungen. Nicht die Qualifikation der Ärzte, sondern die hygienischen Umstände und die Möglichkeiten, die Ärzte haben. Also natürlich. Wenn du einen Blindarmdurchbruch hast, kann das tödlich enden. Ja. Was bei uns normal nicht das Problem ist. Sollte nicht das große Problem sein. Und ansonsten, der wesentliche Vorteil ist zum Beispiel, warum der Lehmann auch so gerne in Äthiopien trainiert ist, du kriegst halt dann dort jeden Tag eine Massage, weil eine Stundenmassage kostet halt umgerechnet 5 € oder so ähnlich. Und die können das auch wirklich. Also da kann man sich diese regenerativen Maßnahmen dann auch tatsächlich leisten. Die massieren sich auch gegenseitig. Medizinische Versorgung ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Die Leute sind auch zum Teil kaputt, weil sich niemand um sie kümmert. Wir haben einen Physiotherapeuten, der sehr bekannt ist in Österreich, der Benny Obermüller, der auch immer wieder bei den diversen Veranstaltungen, also Weltmeisterschaften dabei sind. Der hat auch schon mit dem Usain Bolt gearbeitet und wir haben den Benny immer wieder mitgehabt. Und der Benny hat dort 8 Stunden am Tag durchgearbeitet, weil alle hinkommen sind. Endlich habe ich dann einen westlichen Physio, der mir ein bisschen einrenkt. Ja. Der mir ein bisschen einrenkt und der hat gesagt, das ist unfassbar, was Weltklasseläufer für Defizite haben, also muskuläre Defizite. Also wir wissen, dass bei uns das Thema Stabi und flankierende Maßnahmen jetzt nicht das ist, was die meisten gerne machen, aber die meisten von uns sind da Weltmeister gegenüber den Weltmeistern. Ich habe auch mit meinen Minibändern im Fitnesscenter dort
Leute zum Weinen gebracht, die wirklich gut sind. Aber der kann keinen Ausfallschritt mit Minibahn machen, weil den Teil der Muskulatur, den hat er, glaube ich, noch nie angesprochen. Der ist, also ich habe auch beim Stabi-Training gelernt, da gibt's Muskeln, die gibt's gar nicht. Also die gab's vorher gar nicht. Ja, dann weiß man gar nicht, wie man die ansprechen soll. Ja? Ich bin davon überzeugt, die waren gar nicht da. Ah, verstehe. Das kann auch sein. Ja. Jedenfalls, wie soll ich sagen, also da dann glaubt man gar nicht, was da für Defizite auftauchen plötzlich. Mhm. Ja? Also die wir bei uns nicht so möglich halten, wo man sagt, hey, das ist die Weltklasse und das können die nicht oder diese Übungen machen die nicht. Das ist bei uns bei jedem Lauf aber 10 zum Teil dabei. Ich meine, dass man trotz verschiedener Defizite gute Leistungen bringen kann, ist ja unbestritten. Nur halten das dann auf Dauer durch oder killt die das dann quasi irgendwann einmal auf on the long run quasi? Das killt dich ja auch sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die erste Dokumentation über diesen Sub-2-Versuch, wo sie da auf dem Monster. Ja, genau. Sie gelaufen, da hatten sie ja 3 Läufer dabei. Mhm. Den Kipchoge war auch schon dabei und die drei haben sie untersucht sportwissenschaftlich, ja. Und da war halt auch einer dabei, lassen wir den mal den Namen voraus, also nicht der Kipchoge, beim Kipchoge habe ich festgestellt, der trainiert wirklich schon perfekt mit allem drum und dran. Beim anderen, der war ein extrem guter Halbmarathonläufer, ist aber beim Marathon nie weiter vorangekommen. Der hat damals den Halbmarathon-Weltrekord gehabt, aber Marathon ging nicht und dann haben sie ihn halt sportwissenschaftlich untersucht und sind draufgekommen, dass dem nicht klar war, dass man beim Laufen trinken sollte. Das geht ja für Halbmarathon, wenn man den in sagen wir, 58 rennt, geht es gerade noch aus, dann nicht mehr. Also dem musste man beibringen, dass sozusagen Ernährung, Getränke auch ein wichtiges Thema ist. Mittlerweile sind die Aufschlaufe natürlich auf einem besseren Niveau, aber viele Sachen, die für uns sportwissenschaftlich interessant oder normal sind, also du brauchst mit keinem von dort über das Thema Laktatmessung reden. Ja. Interessiert die das auch. Machen sie auch nicht, ja. Kann man jetzt darüber reden, ob das gescheit oder nicht gescheit ist, lassen wir das mal außen vor. De facto machen sie es nicht, ja. Puls interessiert keine Sau. Das Einzige, was sie interessiert, ist die Pace. Also sie arbeiten schon. Also was ist mit jetzt Dehnen oder Krafttraining? Das machen sie aber schon. Sie machen Krafttraining, sie machen auch Dehnen. Also sie wärmen auch aktiv auf. Das ist recht interessant, weil das sehr militärisch ausschaut. Ja? Also so mit großen Gruppen, die da Übungen gemeinsam machen. Also quasi die klassische Leichtathletik-Aufwärmgeschichte. Nein, nicht vergleichen. Vielleicht, ich stelle dir ein Video, dann ich schicke dir mal ein Video, wie das ausschaut, ja. Gerne. Du weißt, wovon ich rede, wie das ausschaut. Aber stretchen und dehnen nachher machen sie auch, kräftig machen sie auch, und das ist auch gut, wenn sie es machen oder wenn sie es überhaupt können. Also die erste Division, die geht auch ins Fitnesscenter, und die Kraftmaschine macht auch was, natürlich. Das können sich halt die unteren nicht leisten, die machen es halt behelfsmäßig. Mhm. Aber es ist ihnen klar, dass sie es machen möchten, und je nachdem, wie konsequent sie sind, machen sie es auch oder machen sie es halt dann auch nicht. Das ist nicht anders wie bei uns. Es gibt Leute, die sehr konsequent an ihren Schwächen, Stärken arbeiten und welche, die das halt nicht so machen. Die haben eine Maschine, die enorm ist, der rennt gerade aus, aber der Rest ist im Wurscht. Mhm. Was mich noch interessiert ist, die trainieren ja quasi permanent im Höhentraining. So ist, ja. Wie lang hält es bei denen vor, wenn sie jetzt da nicht dort sind? Weil das, wenn sie jetzt davon, weiß ich nicht, 2000 Meter oder 2,5, da trainieren sie 8 Monate im Jahr und dann sind sie, weiß ich nicht, 3 Monate lang nicht mehr dort. Hält das vor? Ja, die sind die ganze Zeit dort, die kommen nur für ein paar Tage runter. Okay, und dann ist es für sie da quasi auf unserer Höhe quasi jedes Mal a walk in the park. Ja, ganz so ist das auch wiederum nicht. Ja. Okay. Das war auch eine lange Diskussion, die ich mit dem Lehmer geführt und verloren habe. Weil ich gesagt habe, also er war der Meinung, er kann nur in der Höhe trainieren und fertig ist. Ja. Und wir haben aber seine Blutbefunde auch gesagt, wenn du das reines Hämoglobin und so weiter anschaust, da ändert sich jetzt nicht wahnsinnig viel mehr. Ja. Okay. Wieso? Und ich wäre eher der Freund gewesen. Also du hast ja immer das Problem, was ich gesagt habe, auch diese Leute können natürlich auf der Höhe nicht den Speed laufen, den sie laufen können, wenn sie weiter unten sind. Ja. Und also diese Systematik, live high, train low,
die wir kennen, die macht ja auch einen Sinn. Was ist, okay, du bist in der Höhe, damit du die roten Blutkörperchen produzierst und vermehrst, aber zum harten Training gehst du runter, damit du wirklich diese hohen Geschwindigkeiten laufen kannst, die du auch brauchst, ja. Mhm. Das können nicht alle, weil die sind permanent auf die können mal auf 2000 Meter runtergehen, aber diese Top Speed können sie schon laufen, aber nicht so, wie wenn sie es könnten, wenn sie unten wären. Also. Ach so, und sie trainieren nicht den Schritt, den sie hätten, wenn sie unten wären. Richtig, genau. Okay, also, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Also, wenn die Gelegenheit hätten, was natürlich nicht so ist, auch ein Konzept mit Live High, Train Low oder so ähnlich zu machen oder auch hier eine bessere Mischung gefunden werden würde, dann wäre da noch mehr möglich, behaupte ich. Ja. Also es ist quasi, wenn man es jetzt damit Österreich vergleicht, dass man sagt, jemand, der, keine Ahnung, Tiroler Oberland kommt irgendwo wirklich aus der Höhe, das sind jetzt zwar nicht 2500, aber was ich, er wohnt halt an der Nähe vom Glockner und fährt halt mit dem Zug nach Wien für die harten Einheiten und wieder retour. So weit brauchst du gar nicht gehen. Du brauchst nur anschauen, zum Beispiel, es gibt ja irgendwo nach unten halt. In Zypern gibt es auf 2000 Meter oben eine Laufbahn. Da haben wir am Anfang auch trainiert, der Lemmer. Und du kannst dann runter nach Innsbruck fahren für die schnelleren Trainings. Das ist ja, aber Innsbruck ist auf, wie viel ist auf Innsbruck? 2000 Meter, genau. Bei 1000 ist Innsbruck so hoch? 2000 ist Kütei und Innsbruck ist, glaube ich, 800 oder so. 800, ne? Ja. Okay, überhaupt. Passt. Aber das reicht schon aus. Das ist ein Unterschied. Das haben wir auch jetzt letztes Jahr in der Vorbereitung für Tokio. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. 570. Na schau, noch wieder. Noch weiter. Das ist wirklich weit unten. Ja. Und wir letztes Jahr, als wir mit den Israelis in Sestriere trainieren waren, in der Höhe, Sestriere so 2000 Meter, in der Vorbereitung für Tokio, sind wir dann auch immer runtergefahren ins Tal, um die schnellen Einheiten zu machen. Und auch an die Hitze wieder ein bisschen zu gewöhnen, ja. Weil du bist am Berg relativ schnell unten. Ja, also das ist ja nachher quasi das Optimale, was du quasi machen kannst. Genau, also ich denke, wenn die äthiopischen Spitzenläufer diese Gelegenheiten noch mehr hätten, dann wäre da noch mehr rauszuholen, als jetzt schon da ist. Und sie sind jetzt da schon zweite Nation quasi? Ja, es kommt immer darauf an, über welche Distanzen sozusagen. Wenn man es geschaut hat, Marathon haben sie Platz 1 und Platz 2 gemacht, die Kenianer waren nirgends. Ja. Und der Kipchoge ist auch nicht gestartet, also kann man sagen, gut, auch wurscht. Was mich noch interessiert, finde ich grundsätzlich schon mal ganz spannend, weil Kenia hat Höhe zum Teil. Äthiopien hat Höhe zum Teil. Du hast dort Langstreckenläufer in Massen, die sind aber sehr viel auf der Straße sehr gut. Es gibt auch manche gute, jetzt da, die Berglauf machen, also was weiß ich, Glockner Berglauf oder so irgendwas. Aber es gibt quasi niemanden im Trailrunning. Stimmt, es gibt auch niemanden. Super Thema. Liegt es daran, dass das kein Geld bringt? Nein. Oder dass es nicht gewohnt sind oder dass es nicht kennen? Für die dort, also wenn wir unsere Longjogs gemacht haben mit einem Pacement, wir gehen jetzt 3 Stunden laufen, das hat zu Entsetzen geführt, weil kein Mensch würde dort 3 Stunden laufen, das ist ja viel zu lang. Meine Theorie ist, mittlerweile sind deswegen so schnell, weil die nicht länger laufen wohin. Und deswegen gibt es auch keine Ultraläufer unter den Afrikanern, weil die sagen, das ist mir zu blöd, so lange laufe ich nicht, das tut weh, das ist auch nicht gut für den Körper, ich höre auf. Es gibt keinen, also ich kenne keinen schwarzafrikanischen oder afrikanischstämmigen Ultraläufer, obwohl die natürlich jetzt von den Voraussetzungen her vieles mitbringen würden, aber die sind nicht bereit und nicht willens, das zu tun, weil nach dem Motto, warum soll ich das tun? Die meisten laufen ja auch nur oder fangen an zu laufen als Kinder, weil sie schneller wieder zu Hause sein wollen oder in der Schule sein wollen. Es geht ihnen am Nerv, da so lang zu gehen, also laufen sie halt, damit es schneller vorbei ist. Das kenne ich, das war bei mir auch ein Grund, dass ich zum Laufen angefangen habe in meiner Jugend zum Heimlaufen, weil also es geht mir heute noch am Nerv, wenn ich zu lang von A nach B brauche. Ja, genau. Aber sie würden nicht länger laufen, weil sie einfach sagen, na, das ist für den Körper nicht gut, das tut ja auch weh und das machen wir nicht, sozusagen. Ja? Gibt's? Das ist halt lustig, bei Marokko, also wenn du da den Marathon des Sables hernimmst, gewinnen ja Marokkaner regelmäßig. Ja.
Also Seriensieger. Ja. Und das ist jetzt ja auch nicht ewig weit weg. Nein. Und was sicherlich auch noch dazu kommt, ist das Prestige. Mhm. Ja, Ultraläufer sind, das interessiert keine Socke. Die Krone der Schöpfung, also das Laufschopf, ist halt der Marathon, ja. Mhm. Die wollen Marathonzeiten haben, ja. Und in Äthiopien wirst du als Marathonläufer eigentlich wirklich erst ernst genommen, wenn du unter 2:10 rennst, ja. Also alles über 2:10 ist eh nett, aber. Ich glaube, das ist in Österreich auch so, deswegen haben wir so eine gute Berichterstattung drüber. Wahrscheinlich. Jetzt sollte man vielleicht einmal irgendwann bei uns in den Redaktionen sagen, dass das in Österreich nicht so häufig vorkommt. Genau, richtig. Ja. Nein, aber das hat auch was mit dazu, wie es wahrgenommen wird. Ja. Und Ultralauf und so weiter wird nicht wahrgenommen, ist uninteressant. Obwohl es auch in Südafrika gibt es ja auch den Comrades, wo natürlich auch Afrikaner mitlaufen und gute Zeiten laufen und gewinnen. Ja. Aber bei der Comrades ist ja auch, wenn du sagst, das vorher der Great Ethiopian Run ist quasi ein Fest und der Comrades ist ja auch ein Lauffest im Endeffekt. Er ist halt länger. Ja, für die 20.000 Teilnehmer, aber nicht für die Spitzenläufer. Also ja. Bei den Spitzenläufern. Da gibt es natürlich auch Afrikaner, die diese lange Distanz laufen und laufen können und auch gut laufen. Mhm. Aber tendenziell, irgendwo habe ich das mal gelesen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war, wo wirklich sozusagen zwei Ultralaufbegeisterte gesagt haben, das muss doch möglich sein, wir gehen nach Kenia, suchen uns ein paar Leute raus und bilden die heran, um dann die großen Ultras in den USA zu laufen. Mhm. Sie sind gescheitert, weil die haben einfach aufgehört nach 3 Stunden oder so, das ist ja Blödsinn, war nicht. Mach mich doch nicht kaputt. Also die haben gesagt, nein, mach ich nicht. Ja, es ist halt sehr spannend, weil das, wenn man es jetzt anschaut, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich sind wirklich große Nationen in diesem Ultralaufsport. Ja, war der Teppich. Ja. und die schlauen Afrikaner sagen nach der Zeit, na, das ist mal zu blöd. Das dauert mal zu lang, das ist, warum soll ich so lang laufen, das ist mal zu blöd. Vielleicht auch eine Einstellung. Und eine durchaus valide Geschichte, also verstehe ich gut. Was wir machen können vielleicht sozusagen, um da noch eine Rutsche zu legen, also ich werde ein paar Bilder noch vielleicht dir zur Verfügung stellen. Man kann sozusagen immer wieder mal schauen, oder ich kann es ja bei euch auch noch einmal posten, für den Fall, dass ich wieder mal nach Äthiopien fliegen werde und diesen Great Ethiopian Run bespielen werde. Also heuer kann ich es mal ausschließen, aber vielleicht nächstes Jahr. Mhm. Dann würde ich das über euch steuern und wer dann Lust hat, einmal mitzumachen. Also wie gesagt, jetzt kann man gar nicht sagen, was es preislich kostet, weil ich wissen, wie sich die Flugpreise entwickeln. Ich kann aber sagen, man hat schon, wenn man laufbegeistert ist, viel Geld für ein viel schlimmere Sachen ausgegeben. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und auch wenn jemand, wenn du sagst, du machst es jetzt gerade nicht, ja. Aus welchen Gründen auch immer, völlig egal. Wenn jemand sagt, ich möchte das jetzt unbedingt machen, weil ich bereite mir auf irgendwas vor oder sonst irgendwas, dürfen wir in dir weitervermitteln, dass du ja, sagst, aber ja, ich kenne dort Menschen und kann sagen, hey, genau, dort geht's hin. Oder legen und sagen, genau, was man genau, kann, genau. Das kann ich ja jedenfalls ja. quasi, auch wenn ich es ja. nicht mache. Vielleicht ergibt sich nächstes Jahr, dass ich wieder ein Trainingslager anbieten werde. Muss man auch schauen. Das ist auch eine Frage, das muss ich irgendwie für mich rechnen, im Sinne von, das soll mir zumindest nichts kosten, wenn ich da schon runterfahre und Leute betreue. Ja? Weil das ist Betreuer, jetzt dann wahrscheinlich keine One-on-One-Geschichte nachher, sondern davor der ganze Gruppen. Weil genau, so aber die Betreuung ist eine One-on-One, weil ich jeden sozusagen in der Früh in die Augen schaue und dann sage, okay, wie geht's dir? Und dann schauen wir, was heute macht. Nein, hallo, hast du gut geschlafen? Ja, genau. Jetzt sind wir das muss man sehr individuell gestalten, sonst geht es ja, nein, aber das klingt schon mal sehr cool. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass das ganz, ganz viele Menschen für viel größeren Unsinn rund ums Laufen schon viel mehr Geld ausgeben haben. Definitiv. Und wenn man jetzt da sagt, ich möchte unbedingt eine gute Straßenzeit hinknallen,
Oder ich glaube, das ist sogar für Ultraläufer interessant, die sich auf was vorbereiten in der Höhe, jetzt in den Alpen, weit oben oder so, wo man einfach sagt. Das kann man machen. Und der Great Ethiopian Run ist für alle geeignet, die einfach sagen, Marathontraining ist mir einfach zu viel, das schaffe ich auch nicht. Mhm. Aber ich möchte sowas mal erlebt haben, mal teilgenommen haben und da ist es einfach die richtige Möglichkeit, ja. Ja. Dass man in der Lage ist, wenn man sagt, ich kann 1,5 Stunden laufen, und dann ist man dort mit dabei. Ja, also das klingt auf alle Fälle schon mal ziemlich cool. Ich habe mal nicht gewusst, dass das wirklich so ein Riesending ist. Also 40.000 Leute ist nämlich jetzt nicht nix. Na, echt nicht. Ja. Ja, cool. Also ich habe sehr viel gelernt. Ich habe echt nicht gewusst, dass es in Äthiopien auch so organisiert ist, weil man kennt ja wirklich es hauptsächlich quasi aus Funk und Fernsehen von Kenia. Ja. Weil die halt einfach, ich weiß nicht, das bessere Landesmarketing dafür haben. Es ist auch, Kenia entspricht sicher viel mehr dem Bild, was wir von Afrika haben, mit der Landschaft, mit den Leuten, mit dem Drumherum, als Äthiopien ist. Äthiopien würde dem nicht so entsprechen, was man sich unter Afrika vorstellt. Ja, aber jetzt rein aus läuferischer Sicht klingt das für mich schon mal sehr verlockend im Vergleich. Ja. Vor allem auch, wie du gesagt hast, so das alles rundherum, vom zeitlichen Aufwand und von den Gegebenheiten, die du hast, also eigentlich optimal. Ja. Also, wer nicht in Gerasdorf trainieren kann, fahrt nach Äthiopien. Genau. Ja, hervorragend. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Nein, das ist nur das Angebot, wie gesagt, das habe ich ja eh gesagt, wenn jemand dann konkretere Fragen hat oder wissen möchte, wie es dann wirklich noch ist, kann man jederzeit gerne Kontakt aufnehmen, helfe ich gerne. Gibt auf meiner Homepage eh auch, glaube ich, so ein Formular, wo man Anfragen stellen kann zum Thema Äthiopien. Reinklicken oder bei euch, ist ja wurscht, sozusagen, jetzt immer E-Mail-Adresse. Wir leiten gerne weiter, ja. Ja, genau, und da kann ich sicher gerne eine Rutsche legen, wenn irgendwas ist. Ja, super. Na dann, hervorragend. Und sage ich herzlichen Dank. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Wir hören einander. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.